Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7, die Chroniken von Tandrian. Jo, wir sind in der letzten Mission im Rebellenkönigreich, haben da auch schon ziemlich starken Fortschritt gemacht. Sind gerade dabei, hier die Wilden zu erobern. Du zuerst. Gefolgt von dir. Die ja hier ziemlich starke Bastionen erstellt haben. Gleichzeitig holen wir uns die Geistlichen, die wir brauchen, um den Ruinenkreis zu weihen. So, eine Kanone verlieren wir, das ist okay. So, dann ziehen wir uns erstmal zurück. Ja, Druidenkreis bekehren. Haben wir schon angefangen, die 18... Nö, haben wir überhaupt noch irgendwelche? Nee, also fangen wir mal damit an. 18 Novizen auszubilden. Währenddessen läuft hier unsere Schwerindustrie an Metzgerei und allem. Auch unsere Weizenproduktion, alles läuft bestens. Ja. Gut. Okay, Schlacht gewonnen ist gut. Da können wir jetzt wieder Truppen nachrüsten. Ein Reiter. 4 von denen und 6 von denen hier. Hier haben wir 2 Pikiniere verloren, mehr nicht. Und hier eine Kanone. So. Novizen werden ausgebildet. Diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Die Bücher, die ich brauche, habe ich. Ich bräuchte eher Waffen. So. Da wird es jetzt hier Zeit, die Fischproduktion anzuwerfen. Ja,
Hier können wir sogar eine große Fischproduktion anwerfen mit 3 Fischern. Und dann hier noch eine. So. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Gut, Truppen werden rekrutiert. Ja, die Festung der Wilden wird dann nochmal ein ordentlicher Kampf werden. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und ja, hier wollte ich mich um... Jagdwild bemühen. So. Gut. Oh, und das brauche ich eigentlich auch nicht mehr, das Weizen hier. Aber das kann ruhig da bleiben. So, was sagt unsere Logistik? Unsere Armee ist wieder vollständig. So, reparieren wir mal die Mauern hier. Die Mauern hier sind gar nicht beschädigt. Was ist eigentlich mit hier so? Hier hatten wir alles abgegradet und nichts ist beschädigt mehr, oder? Nee. Du auch nicht. Und ja, ich weiß, muss man dich jetzt unbedingt machen, aber... Ich mach's einfach mal. So, als nächstes 9 und noch 4. Okay, das sollte sich hinkriegen lassen. So, 9 und 4. Bio und Bücher sollten wir ja mehr als genug da drin haben. Also ja, holt mal allgemein Bier und Bücher hierher, in das Lager. Wird wir hier auf die Truppen noch warten? Na, da kommt wenigstens ein Teil davon.
Die hier kann ich, glaube ich, nicht befestigen. Jo, keine Befestigung. Die hier könnte ich befestigen. Sollte ich vielleicht auch tun. Nicht, dass die Druiden was gegen die Vajuk haben und erstmal randalieren werden. Und ja, die Festung sieht schon recht schnuckelig aus. Ich meine, der ist für alles hier gerüstet. Da Musketen. Da Piken und Schwerter, auch wenn es keine Schwerteinheiten gibt. Naja, außer Reitern. Hier Kanonen. Also ja, die Festung der Wilden ist gut gerüstet. So, so wie es aussieht, steht unsere Armee wieder bereit für einen Angriff. So, die sind ausgebessert, die werden jetzt ausgebessert. So, wir werden wieder eine Kanone verlieren. Zurückziehen erstmal. So, die Fausthütten werden hier langsam errichtet. Oh, wir haben schon unseren ersten Pater. Hey. Oh, die Pater, die werden schneller kommen, weil Fleisch reinkommt. So, erstmal unsere Kavallerie vorschicken. Dann alles andere. Ja, Ressourcenprobleme haben wir eigentlich keine. Wir haben nur eine riesige Massenkarambolage hier gerade. Ich wollte gerade sagen, da hielten sich die Verluste in Grenzen, aber es sind einige Geister noch dabei. Ja, da kommt mehr Brot. Es fehlt noch Wurst für den Pater. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. So, dann wie immer die Verluste ausbügeln. Dieses Mal sind sie hier gar nicht so hoch.
Hier ist alles okay. Hier fehlt ein Kanonier.